Entschleuniger. Nicht noch mehr Beschleunigung. Ich mach euch den Entschleuniger für Körper, Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage, dem Musikmagazin von Kanal 21. Ich freue mich sehr auf das heutige Interview, denn ich habe feine Herren zu Gast. Und das sage ich nicht, um meinen Gästen zu schmeicheln, sondern das ist tatsächlich der Bandname. Und deswegen erstmal hallo und herzlich willkommen. Hi bei uns. Ja, ich habe es gesagt, feine Herren ist euer Bandname. Da würde mich interessieren, wie kommt es denn zu diesem Namen? Bezeichnet ihr euch selber gerne als feine Herren oder wie ist das zusammengekommen? Wir sind feine Herren. Wir sind ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Wir kleiden uns gerne gut und elegant. Man sieht das ja vielleicht auch ein bisschen an uns. Auf jeden Fall. Wir sind einfach feine Herren. Also da mussten wir nicht lange überlegen. So, es gab als Vorbilder schon in Deutschland zwei andere Bands, die so hießen, so ähnlich. Da haben wir uns ein bisschen orientiert. Aber wir sind noch eine Spur feiner, würde ich sagen. Auch sehr selbstbewusst, wie ich merke, auf jeden Fall. Ja, besonders Christian. Okay. Was erwartet uns denn heute so für Musik? Was spielt ihr? Welche Einflüsse spielen da rein in eure Lieder? Oder spielt ihr eigene Stücke? Spielt ihr Cover? Wie sieht das ganze Programm aus? Wir spielen eigentlich nur eigene Stücke. Also es sind Ulis Stücke und wir haben uns zusammengefunden, um die Stücke heute Abend mal auf die Bühne zu bringen. Wir machen eigentlich Sachen, kannst sagen, so wir haben eben auch nochmal für uns überlegt, von Stoppock im Grunde, so Liederschreibergeschichten, die so ein bisschen rockpoppig angehaucht sind, bis ja, Police. Ich bis bin Police, jetzt auch schon ein bisschen älter und Police, das war in meiner Jugend die angesagte Truppe und ich glaube, das hat sich dann einfach bei mir ausgewirkt, auf die Art, wie ich Musik mache. Ja. Also ein sehr buntes Programm. Es gibt einen Pressetext, da stand, ihr spielt entspannte Stücke. Und eben beim Soundcheck ist mir ein ganz bestimmtes Stück aufgefallen. Ich glaube, es hieß der Entschleuniger. Auch ein sehr entspanntes und ruhiges Stück, wie ich finde. Seid ihr denn privat auch entspannte Typen oder geht es da bei euch auch mal anders zu? Also das wage ich jetzt gar nicht selbst zu beurteilen. Ich erlebe Christian Köhler auf jeden Fall als einen sehr entspannten Menschen. Der drückt den Bass sehr, sehr locker weg. Also ich glaube, zumindest über Christian kann ich das sagen, das ist ein entspannter. Und mein Gefühl ist ein gutes, was Andreas Klatt an der Gitarre und Reinhold Westerheide mit der Cajon angeht. Das sind, glaube ich, auch ganz entspannte Jungs, oder? Auf jeden Fall. Das passt schon zwischen euch in der Band so. Menschlich super. Wir machen das jetzt seit roundabout 4 Jahren und das läuft. Wir machen auch privat ein bisschen was miteinander. Das geht schon gut. Und welche persönliche Bedeutung hat so Musik für euch? Ist das so ein Hobby, was ihr nebenbei macht? Oder könntet ihr euch vorstellen, damit vielleicht mal Geld zu verdienen? Ist das vielleicht auch so ein Traum? Oder? Also ich glaube, der Traum, der ist, also bei mir ist er zumindest nie wirklich ausgeträumt gewesen. Wenn die irgendwie Rockmusik macht, Pop, Jazz, irgendwie so ein bisschen, also um ehrlich zu sein, so ein bisschen Traum. Also wenn jetzt einer käme und sagen würde, ihr braucht einen Plattenvertrag und ich bringe euch ganz groß raus, wir würden, glaube ich, nicht Nein sagen. Aber hey, wir sind alle ja nicht mehr die Allerjüngsten. Ne? Nein, wer weiß. Realistisch ist es nicht. Okay, aber ein Traum bleibt es oder war es auch zwischendurch? Warum nicht? Wer treibt einen ja an, oder? Ich würde eher sagen, ohne Musik geht es nicht, oder? Das ist auf jeden Fall auch eine ganz große Triebkraft. Also ganz ohne Musik geht nicht. Aber das, wenn du ehrlich bist, ein bisschen träumen wir doch alle, oder? Ja. Sie ist zwar noch jung, doch der Blick schon stumpf, keiner hat so viel gesehen wie sie, Emily. 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 Also ich merke schon, ihr seid auf jeden Fall sehr eingefleischte Musiker. Da würde mich interessieren, wie betrachtet ihr denn eigentlich so diese Entwicklung der Musik momentan? Es wird ja irgendwie alles immer elektronischer. Haltet ihr das für richtig oder sollte es weiter mit richtigen Instrumenten gehen? Ich habe mir heute gerade das neue Caliban-Album runtergeladen. Das ist wenig elektronisch. Okay. Also, ja, aber auch Burschen wie Ed Sheeran beispielsweise, sehr schwer angesagt, der geht allein mit einer Akustikgitarre auf die Bühne. Also Elektronik hin und her. Ich finde, es hat alles seine Berechtigung. Hat aber auch einen Einfluss. Ne? Also, ja. Da sind ja Songs dabei, die wirklich rein elektronisch funktionieren. Ne? Und die anderen funktionieren mit Akkugitarre. Also ich finde die Vielfalt, die es heute gibt, schon gut, wenngleich ich auch finde, dass bei dem ganzen Ding oder bei der ganzen Menge, die da rausgeblasen wird an neuer Musik, auch viel Schrott dabei ist. Wir sind ja eher ein bisschen unelektronisch unterwegs und eigentlich
könnte es ruhig auch ein bisschen mehr so im Radio zugehen. Ich finde es sehr, sehr disco-lastig doch. Also auch keine Alternative für eure Band, da vielleicht mal irgendwas Elektronisches mit einzubauen? Ja, ich habe mal ein bisschen mit einem Looper rumexperimentiert, aber ich finde, wir brauchen das nicht in der Formation. Nee. Ja. Kommt für uns nicht in Frage. Jetzt hast du gesagt, euch gibt es jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Wenn man euch so ein bisschen im Internet sucht, dann findet man auch irgendwie die ein oder andere Ankündigung zu einem Auftritt. Wenn ihr jetzt nicht gerade wie heute bei uns im TV-Studio auftretet, wo kann man euch denn finden, wo kann man euch hören? Wir sind in zwei Wochen, glaube ich, ne, sind wir auf den Nachtansichten, genau. Hier in Bielefeld, 28. April oder so. Also wir spielen da, wo es sich anbietet, wo uns die Leute hören wollen. Wir sind jetzt nicht so wahnsinnige Akquisemacher, aber bucht uns, wir kommen, klar. Okay, sehr schön. Dann zum Abschluss, wie sieht denn eure Zukunft aus? Was habt ihr geplant? CDs vielleicht oder sowas, irgendwas in der Art? CD ist ja irgendwie gar nicht mehr so angesagt, aber vorstellen könnte ich mir das durchaus mal, dass du einfach irgendwie so ein Status Quo irgendwie der Band aufzeichnest und sagst so, da sind wir, an dem Punkt stehen wir und das ist unsere Stückesammlung. Großartige. Naja, das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind heute, ne? Ja, klar. Dass wir mal einfach so einen finalen Meilenstein irgendwie markieren. Und alle Songs, die wir jetzt in den letzten 4 Jahren zusammengetragen haben, geübt haben, arrangiert haben, dass wir die heute einmal aufzeichnen quasi, so gut wir es können, live. Vielleicht kann man sich damit dann auch mal weiter bewerben oder so. Das ist eine Idee. Ja, okay. Sehr schöne Pläne auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf euer Konzert. Beim Soundcheck eben durfte ich ja schon ein bisschen reinhören. Deswegen vielen Dank für das kleine Interview. Gerne. Und viel Spaß gleich auf der Bühne. Danke. Ja, das war's dann mit einer weiteren Ausgabe von Backstage. Jetzt viel Spaß mit dem ganzen Konzert und bis zum nächsten Mal. Der erste Kaffee schmeckt auch um 10. Nochmal umdrehen, dann ganz locker weiter sehen. Denn Morgenstund hat Gold im Mund. Doch ich dreh mich nochmal um nach unten. Zu viel Eile ist nun gesund.